Heißt? Fenster runter, runterschalten, Gas geben. Verstärker. Autotuner unter sich. Ja, der hat Eier, ne? Der Ruf der Wildnis und der Freiheit. Patrick mit seinen Freunden auf einem Parkplatz im Ruhrgebiet. Oh, der ist bestimmt noch warm, ne? Man trifft sich hier, um die getunten Wagen zu zeigen und den Motorsound zu präsentieren. Ja, jetzt kommt er noch mal. Er fährt jetzt einmal hinten rum und kommt da wieder, um nochmal hier hochzuballern. Hört sich richtig gut an. Patrick ist mit seinen Leuten regelmäßig am Wochenende unterwegs. Übers Internet erfahren sie, wo am meisten los ist. Sehen und gesehen werden. Ihre getunten Autos sind ihr Statussymbol. Spazieren gehen, setzt da aus wie Nebel irgendwann von dem Zeug. Und warum seid ihr jetzt hier? Ja, einfach nur so. Mal gucken, was hier so los ist, wer so hier ist. Man trifft ja auch immer wieder noch andere Leute, die man von anderen Clubs oder aus anderer Richtung eben halt kennt. Das ist einfach jetzt so ein Meet and Greet, ein bisschen quatschen, ein bisschen Faxen machen. HBF war der 16V, ne? Ja, 2 Liter 16V. Ja, du musst ja irgendwas nehmen, was eine gute Abgasnorm hat, weil du ja schon eine hohe Abgasnorm hast. Ja, und deswegen entweder ein 2 Liter 16V oder ein 2,8er. Ganz einfach. Und weiter geht's zum nächsten Treffpunkt, irgendwo im Ruhrgebiet. Patrick ist 39 Jahre alt, den Führerschein hat er mit 18 gemacht, gleich danach das erste eigene Auto. Wie viele Wagen er seitdem besessen und getunt hat, kann er gar nicht mehr sagen. Ja. Ja. Da drückst du jetzt aber auch gut aufs Gas, oder? Ach, so zwischendurch mal, ja. Aber sag mal, ist ja alles im Rahmen. Ich fahre jetzt 40. Okay, hört sich nur so an. Ja, jetzt bin ich ja mittlerweile im dritten, gerade war ja nur im zweiten. Ne? Er fährt heute vorsichtiger als früher, sagt er. Nach einem folgenschweren Rennen mitten durch die Essener Innenstadt. Der hat die Ampel halt noch bei grün bekommen, beziehungsweise so bei gerade eben gelb. Bei mir war es halt schon rot. Und es kam ein Roller aus der Seitenstraße raus, also aus der Straße, die eben halt dann grün bekommen hatte. Und ja, dann war es eben halt so, dass ich das Lenkrad weggerissen hatte, versucht habe irgendwie auszuweichen, weil zum Stehen gekommen wäre ich in gar keinem Fall mehr, den hätte ich richtig abgeholzt. Und ich bin dann eben halt in ein geparktes Auto reingeknallt. Nachgewiesen hatte man mir damals ein Tempo von 120. Die Aufprallgeschwindigkeit muss noch um die 80 km/h gewesen sein. Also beide Autos waren Schrott. Ich bin da ein rücksichtsloser Raser gewesen. Muss man einfach mal ganz klar so sagen. Wäre ich nicht ausgeweicht, hätte ich wahrscheinlich den Rollerfahrer umgeholzt. Wäre der wahrscheinlich heute tot oder querschnittsgelähmt oder Schlimmeres, keine Ahnung. Solche illegalen Autorennen machen immer wieder Schlagzeilen. In Köln fuhr ein Kleinwagen mit Vollgas über die rote Ampel und stieß mit einem Taxi zusammen. Der Fahrgast des Taxis schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Raser zuvor ein Rennen mit einem anderen Wagen geliefert hatte. Allein in Köln endeten 3 solcher Raserunfälle im letzten Jahr tödlich. Unbeteiligte kamen zu Schaden, als Autos von der Fahrbahn schleuderten. Seitdem hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe Rennen im Einsatz. Das Ziel unserer Überwachungsaktionen ist einfach, die ganze Rennszene zu verunsichern, dass sie nicht wissen, wann wir wo unsere Kontrollen und Kontrollfahrten hier durchführen. Die müssen also jederzeit damit rechnen, von uns überwacht, angehalten und kontrolliert zu werden. So, das ist also einer der Parkplätze hier
denen, die sich treffen. Aber hier sehe ich also überhaupt niemanden, der in Frage kommt. Kurz darauf fällt ihnen ein verdächtiger Mercedes auf. Das ist eine Hausbuchanlage, die hört sich schon nicht serienmäßig an. Da gibt mal Anhaltezeichen. Guten Abend. Vorne fehlt das Nummernschild. Seit einem Unfall behauptet der Fahrer. Fahrzeugpapiere und den Personalausweis. So wie Sie fahren, ist das in der Stadt nicht üblich. Ich wollte Fahrzeug kurz erreichen oder überhaupt anrufen. Ich würde erst mal gerne den Unfallbericht sehen. Ja, ich weiß, und den hat mein Vater, der war ja gestern auch noch. Sie sagten eben, Sie hätten ihn dabei. Ich hätte ihn auf jeden Fall dabei, aber mein Vater ist ja auch gestern. Sie hätten auch normalerweise die ABEs dabei, haben Sie auch nicht dabei. Ja, der Leiterkommissar. Der Fahrer kommt gerade von einem Tuner-Treffen. Heute ist nicht viel Publikum da, ne? Nee, das hat mit Publikum nichts zu tun gehabt. Allgemein, das ist für die Felgen. Aus welchem Grund machen Sie das? Erzählen Sie mal. Aus welchem Grund die da hinfahren? Dass Sie sich da treffen. Ja, ich sag mal so. Dass wir uns da treffen ist, einerseits wegen den Mädels. Wegen den Mädels? Wegen den Mädels, ja. Wegen den Mädels? Dann könnt ihr das ruhig sagen. Wegen dem, und das ist einmal für die Felgen. Das ist schon kurz. Und manche zeigen halt ihre Autos, die da dort vorbeifahren. Ich gebe es zu, es wird immer natürlich da Rasereien sind auch natürlich dabei, wo man diese eine Strecke runter und hoch drückt. Aber Sie wissen, dass ich weiß, dass ein Unfall passiert ist. Na, dass da eine junge Frau tot ist. Ja, das auf jeden Fall. Das gibt Ihnen aber nicht zu denken. Doch, schon. Aber mein Beileid. Tut mir auch wirklich leid, was mit der jungen Frau passiert ist oder überhaupt. Am Samstag wäre wieder ein Unfall passiert, habe ich mit beobachtet, aber keine Ahnung. Eine andere Frage. Da ist ein Unfall passiert? Ja, fast ein Unfall passiert. Ja, schon wieder. Aber dann sagen Sie nie was selber? Oder? Ich weiß nicht, das sind immer meistens ältere Leute. Und wenn ich jetzt darauf anspreche, jetzt ich als Passant gehe zu Ihnen und sage, wie wäre es, wenn Sie jetzt mal aufhören, zu schnell zu fahren? Da würden Sie mir was für eine Antwort geben. Auf gut Deutsch lecken Sie mich am Arsch. Diesmal bleibt es bei einem Verwarngeld für zu schnelles Fahren. Der Raserszene ist schwer beizukommen und Rennen in der Stadt sind sehr schwer nachzuweisen, selbst nach einem Unfall. Patricks selbstverschuldeter Unfall ist Jahre her. In der Stadt will er nie mehr Rennen fahren, sagt er. Das Tunen kann er aber nicht lassen. Über 1000 Stunden Arbeit stecken jetzt schon in seinem Wagen. Leute, die illegale Rennen fahren, kennt er zu Genüge. Das, was so die Polizei vermutet, zum Beispiel, ist überhaupt nicht der Stand der Dinge. Die illegale Szene, so wie man sich vorstellt, dass die Jungs sich auf irgendeinem Parkplatz treffen und jetzt da warten, dass da irgendwelche Opfer vorbeikommen, wo man jetzt mal ein Rennen mit startet, ist es eigentlich auch nicht. Die Jungs, die fahren unter sich. Wir haben einfach WhatsApp-Gruppen. Da wird reingeschrieben, entweder hör mal hier, wir treffen uns jetzt heute mal da und da und da und lassen mal ein bisschen einen knallen. Aber meistens sind es eher so spontane Sachen. Man steht an der Ampel, einer steht neben einem, er denkt, er wäre exorbitant sonst wie schneller und kriegt dann einfach mal eine Packung dann halt auch von so einem kleinen Colt oder so. Erste Probefahrt mit dem neuen Auspuff. 5 PS mehr soll das Tuning bringen. Alter, der hört sich jetzt original wie S4 an, ey. Bis auf Ladedruck, ey. Was? Ja, alter Nigger, ey. Aber die Rohre sind trotzdem ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Der wird Flammen spucken. Glaubst du mir? Wäre richtig cool geworden, auf jeden Fall. Dieser Wagen ist in Köln laut Zeugenaussagen meterweit durch die Luft geflogen, hat zwei Ampeln mitgerissen und sich dann überschlagen. Auf diesem Fußgängerüberweg stand ein Radfahrer, den rammte der Wagen mit voller Wucht. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Fahrer des BMW sich mit einem anderen Autofahrer ein Rennen geliefert hat. Für solche Unfälle macht die Polizei auch die Autotuner-Szene verantwortlich. Razzia auf einem Parkplatz in Köln. Die Beamten kontrollieren 70 Wagen auf illegale Tuning-Eingriffe. Diese Fahrer geben sich unschuldig. Verbotenes wird aus dem Verkehr gezogen.
bei euch wird ja nichts gefunden. Ja. Ja. Ja, bei mir nicht, aber ich guck mal, wenn der die Sache guckt. Na, den Wagen da. Na, ja, du, ne, du willst da. Ja. Abschleppen. Der ist doch harmlos. Am besten abschleppen. Hat jeder von euch einen eigenen Wagen? Also, meiner ist der hier mit den silbernen Felgen. Passt zu meinem Alter. Ich bin 40, Auto ist 30. Ja. Und bei dir? Ich hab den anderen Kabel, Phantom. Das nennt sich Phantom. Schwarze Felgen, schwarze Wagen. Was habt ihr denn mit so einem Rennen zu tun? Gar nicht, wir rennen gar nicht. Wir sind hier einfach zum Chillen. Wir sind aus dem Alter raus. Grillen, was essen, bisschen unterhalten, nach Hause fahren. Aber trefft ihr hier schon öfter mal Leute, die so eine Rennen machen, wenn ihr hier seid? Mal die rasen hier, die Leute. Also mit. Ja, die Jugendlichen hier. Wir bekommen alles mit, definitiv. Einen Monat vorher wurde da ein Mädchen umgefahren. Eine Woche später fährt hier jemand Gebäude kaputt. Wir tun hier die Straße auch überqueren. Ne? Das ist absolut also nicht verständnisvoll. Also wie kriegt ihr das mit, wenn ihr hier seid, wenn die Raser kommen? Das ist Katastrophe. Manchmal fahren die hier mit 100, 150 vorbei. Also da erschreckt man sich. Wenn ich hier vorne am Auto bin, gehe ich erstmal nach hinten, damit mir nichts passiert. Damit ich auf der sicheren Seite bin. Und trotzdem bist du regelmäßig hier, obwohl du halt weißt, dass das... Ja, wo soll man denn sonst hingehen? Ne? Hier hat man noch ein Stückchen Wiese, schöne Aussicht. Drüben auf der anderen Seite ist nur Beton am Dom. Schau dir mal die Aussicht an. Ja. Dom. Das ist das beste Stück von Köln. Das kriegst du nicht überall sehen. Kann man nicht. Okay, aber dafür seid ihr jeden Tag hier quasi, um die Aussicht zum Dom Aussicht, zu nehmen. Jeden Tag. Ihre Wagen werden von der Polizei genauestens unter die Lupe genommen. Und die Beamten finden einiges. Kein Sound, nur neue Auspuffanlage. Nur was ist das denn für ein Hersteller, die Auspuffanlage? Super Sport. Das ist aber ein Sport-Endschalldämpfer, ne? Ja, bringt gar nichts. Ja gut, ob der was bringt oder nicht, ne? Da ist was, das spielt erstmal keine Rolle. Hier ist der neue Luftfilter problematisch. Der Umbau hätte vom TÜV abgenommen werden müssen. Der Wagen darf so nicht geführt werden. Ja, nur wegen dem Luftfilter, da baue ich den eben jetzt ab. Genau, nur weil das halt ein Ingenieur gesagt hat, weil das gefährlich ist. Und deswegen geht das jetzt einem anderen Ingenieur beim TÜV Rheinland. Die haben extra heute mal eine schöne Nachtschicht eingeschlagen für uns. Und der sagt uns das dann. Ja, müssen Sie, das nehmen wir einfach so hin. Ja, ich habe Ihnen alle Papiere gegeben. Ich darf alles mitfahren. Alles ist erlaubt. Ja, selbstverständlich. Sie haben, Sie haben das doch selbst gerade gelesen. Bei Einbau des Luftfilters ist die Betriebserlaubnis erloschen. Ja, dann baue ich die ab, hat sich Sache erledigt. Ich wusste das Problem. Wo ist der Originalluftfilter? Zu Hause. Ja, ohne Luftfilter. Dann lasse ich das Fahrzeug hier, fahre ich nach Hause. Das ist egal. Alles gut. Wenn Sie sagen, Sie möchten das nicht, beschlagnahmen wir das Auto. Kein Problem. Der Staatsanwalt ist direkt hier vorne. Wir sprechen jetzt mit denen. Haben Sie kein Recht dazu? Doch, haben wir. Alle drei müssen heute Abschied nehmen. Denn noch in der Nacht werden ihre Wagen zum TÜV gefahren und erstmal aus dem Verkehr gezogen. Die wenigsten in der Tuning-Szene haben Verständnis für die harte Gangart der Polizei. Auch Patrick nicht. Reden wir mal Klartext. Mittlerweile werden Fahrzeugtuner behandelt wie Kinderschänder. Habe ich manchmal das Gefühl. Also ich habe es selbst schon erlebt. Ich bin morgens um 7 Uhr aus der Disco gekommen. Ich habe nicht getrunken gehabt, nichts. Ich war einfach mit Freunden, wir waren ein bisschen feiern. Und dann hat man mich mitten in der Essener Innenstadt angehalten. Ich sollte dann mein Radio rausziehen, ob es geklaut wäre. Da wurden dann die Nummern auf dem Radio kontrolliert. Mein Fahrzeugschein hatte damals 3 Seiten, plus noch mal zu den ABEs, die ich zu gewissen anderen Sachen hatte. Und das war für mich dann schon eine Situation, als ich dann morgens um 9 Uhr nach Hause kam, wo ich gesagt habe, also es geht einfach gar nicht. Die haben doch schöne, krasse Musik hier drin, auch mal ein bisschen Musik näher zu bringen. Stopp in einem Industriegebiet am Stadtrand von Essen zum Soundcheck. Hier lässt sich die Polizei selten blicken, das wissen die Tuner. In der Stadt werden auffällige Wagen häufiger angehalten. Kelvin hat es gerade zum dritten Mal erwischt. Das ärgert ihn. Auf die Polizei und die Kontrollen ist er überhaupt nicht gut zu sprechen. Was willst du mit dem? Weil sonst platzt mir der Arsch. Ja, so genau wollen wir es nicht wissen. Welche Farbe hat denn der Wagen? Okay. Wollen Sie mich verarschen? Ne? Nö, wieso? Der kann ja geklaut sein. Ich sage, deshalb kenne ich auch das Kennzeichen. Ich sage, ja gut, Dragon Green Pearl Effekt. Der Grün hätte mir gereicht. Ich sage, Sie wollen es wissen. Er könnte ja geklaut sein. Ne?
So Sachen habe ich vorher schon gemacht. Mit einem Auto, was total illegal war. Da haben die mir nie in die Kacke gepisst. Und mit dem Wagen, ne, wo alles okay ist eigentlich, da fangen sie dann an. Es gibt in meinen Augen schlimmere Sachen als Sitze, die abgenommen sind, wo ich nur nicht beim TÜV mit war. Weil im Prinzip sind sie nicht verboten, ich hätte nur damit zum TÜV fahren müssen, was aber jedes Mal auch 40 oder je nachdem, wenn es eine 21er-Abnahme ist, auch um die 100 Euro kostet. Pro Eintragung. Und wenn das dann Sitze sind, eine Motorhaube, ein Fahrwerk, Felgen in Kombination mit dem Fahrwerk, eine Auspuffanlage, dann bist du ganz schnell mal 1000 Euro los. Heute geht es nach Melle in die Nähe von Osnabrück zu einem offiziellen Tuner-Treffen. Kelvin gibt zu, sich auf der Straße schon mal Rennen geliefert zu haben. Aber Vollgas durch die Innenstadt, damit will er nichts zu tun haben. Gaser sind Leute, die einfach achtlos Gas geben. Ich sag mal, ich bin auch kein Unschuldsengel, was Geschwindigkeiten angeht. Aber ich guck, wo macht man's. Und Gaser sind die Leute, die auch durch die Stadt ohne Probleme mit 140, 150 durch eine Fußgängerzone knallen würden. Nur die Polizei kann sowas versuchen einzudämmen. Aber das dann auf alle Tuner zu schieben, ist falsch, weil damit erwischen sie nicht die Richtigen. Weil es sind nicht immer die Tuner, die das machen. Beim Tuner-Treff in Melle gilt es nicht nur dabei zu sein. Viele fahren quer durch Deutschland, um hier einen Pokal für ihren aufgemotzten Wagen zu holen. Nochmal Hand anlegen, bevor die Jury vorbeikommt. Patricks Freundin Nina ist heute mit dabei. Maus. Ja. Kannst du mir auch ein bisschen den blauen Lappen von der Schnur geben, der feucht ist? Sie hat sich an gemeinsame Parkplatzwochenenden gewöhnt. Jetzt hoffen wir mal, dass sie gleich endlich fertig sind, weil die bestimmt schon anderthalb Stunden dabei sind. Trotz Putzen gestern Abend. Aber mein Mann ist ja sowieso ein bisschen penibel. Also wenn ich sein Auto wasche, dann ist das eh nie gut genug. Deswegen mache ich das schon gar nicht mehr, weil er findet immer noch irgendeine Stelle, die nicht perfekt ist. Ja, der ist da schon sehr eigen und sehr pingelig. Kelvin verbringt fast die ganze Freizeit mit seinem Auto. Sie ist jetzt, weiß ich nicht, vergessen, auf die Kumpolitur. Und seit einem Jahr macht auch seine Freundin mit. Die heißt Nadja und hat sich mit der Tuner-Szene arrangiert. Nein, nein, nur noch ein Stündchen. Wenn die Männer da drin sind, dann werden die Frauen automatisch mitrutschen. Weil ja, viele sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Aber eigentlich, wenn man Zeit mit seinem Partner verbringen will, fährt man mit und man merkt dann doch, dass es Spaß machen kann. Und man lernt ja dann auch die anderen Leute kennen und man merkt dann schon die Frauen von den anderen, dann lernt man sich kennen, dann bestehen Freundschaften. Das ist ganz nett, eine nette Runde immer. Beim Show & Shine Tuning geht es um Lautstärke, Chrom und einen besonderen Look. Das Auto fährt wenigstens doch. Das Lackierte finde ich jetzt gar nicht mal. Schnelle Wagen mit viel PS gibt es natürlich auch. Wenn die so riesig sind. Ja, das ist so ein Auto, da darfst du dich überhaupt nicht mit anlegen. Vor allem, wenn das böse ist, so ein Auto steht an der Ampel neben dir und dann denkst, da ist nichts hinter, weil der ganz schnöde ein CL ist. Cooles Ding und dann auch noch mit Dreiecksfenster, das finde ich ja saugeil. Ne? Aber Wischwasser ist er. Gewichtsoptimierung ist ja. Patrick hat seinen Wagen fast komplett entkernt, damit er leichter wird und schneller beschleunigt. Die Jury nimmt es zur Kenntnis. Ich war seit 3 Jahren an dem Auto. Und das war eine richtige Schweinemaloche, weil, wie man sieht, das Dach ist nach vorne gewölbt und es ist zur Seite, in der Seite gewölbt. Also das war mal eine richtige spaßige Aktion, habe ich gemacht. Schwerpunkt natürlich, Schiebedach oben ist natürlich Müll, also raus und 11 Kilo Einsparung habe ich dadurch. Startnummer 230, EGS6. Danke. Das ist ein selbstgefälliges Film. Lass mich doch mal, ich bin zufrieden. ES48. Ja, das ist dann der Lohn der ganzen Mühen. Kelvin hat nicht beim Wettbewerb mitgemacht. Klar, er fährt gerne schnell, so schnell wie es erlaubt ist. Die illegale Szene, das ist immer so eine Sache. Wo beginnt sie und wo hört sie auf? Wenn ich jetzt an der Ampel stehe und ein Corsa, sag ich mal, neben mir steht und er Gas gibt und ich Gas gebe, wenn die Ampel grün wird, ist es laut Definition ein illegales Straßenrennen, laut Gesetz. Aber ist es wirklich ein illegales Rennen? Nur weil ich kann ja auch bis 60 durchbeschleunigen. Das ist nicht verboten. Ich kann bis 60 Vollgas geben, beziehungsweise 50. Ne? Aber wer fährt 50 genau?
Aber wenn ich bis 60, sag ich mal, durchbeschleunige mit Vollgas, ist das nicht verboten. Das ist nicht, ich sag, das ist nicht gegen die Straßenverkehrsordnung. Aber wenn jetzt einer neben mir startet, der auch mit Vollgas auf 60 beschleunigt, ne? Ich meine, wenn es drüber geht, klar, dann ist außerhalb der erlaubten Geschwindigkeit. Aber es gibt auch Leute, die fahren so zu schnell. Und die illegalen Rennen, wo fangen sie an, wo uns auf? Ich sag, wenn man sich irgendwo trifft im Gebiet, um das zu machen, dann ist es illegal, definitiv. Aber ne, man kann genau nehmen oder auch nicht. Aber im Prinzip fängt es schon damit an, wenn einer an der Ampel neben dir steht und du versuchst einfach schneller zu sein als er. Da beginnt das illegale Straßenrennen. In Hagen haben zwei Männer an einer Ampel ein Rennen gestartet und gerieten auf die Gegenfahrbahn. Eines der beiden Autos kollidierte dabei mit dem Wagen einer 37-jährigen Mutter mit ihren Kindern. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Ein 6-jähriger Junge schwebt in Lebensgefahr. Bei Vorsatz, und dann wird das Bußgeld höher. Man kann also einmal fahrlässig zu schnell fahren, indem man zum Beispiel unten durch eine Baustelle fährt oder irgendwo eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Und er hat die Schilder nicht gesehen. Wenn er aber sagt, mich interessiert das überhaupt nicht, was da an Schildern steht und die Verkehrsregeln sowieso schon mal nicht, ich mache, was ich will, dann kann man sagen, dann macht er das vorsätzlich. Und bei einem Rennen fahren die vorsätzlich zu schnell. Man fährt also kein Rennen und sagt, oh, das ist mir jetzt aus Versehen passiert, dass ich zu schnell gefahren bin. Von daher ist also die Ahndung ist dann teurer. So, passieren dann noch andere Dinge, dann kommt also auch dann schon in den Bereich einer Verkehrsstraftat, kann man dann kommen. Wenn nichts passiert, gibt es für illegale Autorennen bislang allenfalls ein Bußgeld. Ein neues Gesetz könnte das bald ändern und mehrjährige Haftstrafen möglich machen. Dafür muss man die Raser aber erst einmal erwischen. Nicht so leicht, denn organisierte illegale Rennen werden häufig am Stadtrand auf abgelegenen Straßen gefahren, wie diese privaten Handyaufnahmen zeigen. Zu solchen Rennen verabredet man sich per WhatsApp. Das weiß Patrick aus Erfahrung. Ja, ich bin früher Rennen gefahren, aber die haben mich nie erwischt. So, ich bin auch meine Rennen nie gefahren im Verkehr. Oder wenn hier die Autobahn, die ist voll. Ich werde einen Teufel tun, auch früher schon nicht, dass ich hier irgendwelche Rennen fahre. Natürlich kann Reifen platzen und ich kann irgendwo in die Botanik abfliegen mit meinem Auto, weil ich es auf einmal nicht mehr unter Kontrolle bekomme. Aber das habe ich da gemacht, wo ich niemanden in Gefahr gebracht habe. Das sind Industriegebiete zumeist. Davon abgesehen, dass wir uns ja auch gegenseitig selber kontrolliert haben. Also wir waren ja nicht alleine vor Ort, wenn man Rennen gefahren hat. Sondern man hat natürlich geguckt, man hat eine Straße genommen, am Anfang und am Ende stand jemand mit dem Funkgerät, hör mal, du, alles klar, alles leer, nichts passiert. Wir haben ja schon explizit darauf geachtet, dass niemand in der Nähe ist, der uns auch verpfeifen könnte. Aber kann es nicht trotzdem sein, dass aus irgendeiner Seitenstraße dann doch jemand kommt? Nein, weil wir haben immer nur Strecken genommen, wo es keine Seitenstraßen gibt, wo keine Einfahrten sind, wo keine Seitenstraßen gibt. Da gibt es in den Industriegebieten, gibt es da genug. Mal wieder unterwegs zu einem Tuner-Treff. Diesmal ist die Polizei schon vor Ort und kontrolliert. Guck mal! Keine Kontrolle. Hast du gesehen, was die da aufgebaut haben? Ian, warum halten sie euch jetzt nicht an? Weil wir nicht so ein auffälliges Auto haben. Wären wir jetzt mit einem Quattro unterwegs gewesen, mit dem anderen, dann wären wir unter Garantiereif gewesen. Die Zeche Ewald bei Recklinghausen, in der Szene ein beliebter Treffpunkt. Mein Gott, haben die hier Donuts gedreht, ey. Gott, der Mann hier. Das sind Dinge, die dann so des Abends, des Nachts passieren, wenn hier sich zwei, drei Leute mal treffen und dann mal ausrasten. Eskalieren. Den Gummi verballern. Noch bleibt die Polizei im Hintergrund. Die Tuner präsentieren ihre Wagen in Parkposition und begutachten die Konkurrenz. Wo stehen die meisten Leute? Da stehen auch viele Mädels rum. Ich will jetzt nicht die Frauen in Verruf bringen, aber es ist so. Man kann sehen, bei den Kacheln, die als schön gewertet werden von der Allgemeinheit, stehen auch die meisten Frauen oder auch
Jungs rum, die halt, wo man sagt, das sind Poser oder sowas. Wenn du eine geile Karre hast, bist du mit dabei. Musst du zum Beispiel aus privaten Problemen dein Auto verkaufen oder hast einen Unfall und die Karre ist weg, dann wenden sich auch viele gegen dich und dann stehst du alleine da. Ich sag immer, wer dich auch nach einem halben Jahr noch abholt, wenn du keine Karre hast, der ist dein Freund. Du wirst direkt aufgeschrieben. Weil da ist der Parkplatz, hier nicht mehr. Die hat er alle aufgeschrieben, den Rest hier nicht. Halteverbotsschilder sollen den Tunern den Platz rauben. Die Stimmung kippt. Bisher war es hier ruhig. Keiner hat hier irgendwelche Burnouts gemacht. Ich habe mal jetzt einen lauten Auspuff gehört. Und jetzt werden die Kennzeichen aufgeschrieben. Da wurden dann mal eben schnell ein paar Schilder dahingestellt, warum auch immer. Da prallen halt jetzt die Fronten aufeinander. Und wenn es eskaliert, wird der Platz geräumt und ins Feierabend hier. Weil ansonsten die Masse, sage ich mal, zwei Polizisten einfach nicht mehr hört. Und auch keiner mehr drauf hört. Das ist also, ja. Hat auch ein bisschen einfach was mit der Willkür zu tun. Wie ein Wald rein ruft, so halt's auch hinaus. Auch wir wollen als Menschen behandelt werden und nicht als minderwertige Klasse in irgendeiner Form. Das haben wir nicht verdient. Einzige Gelegenheit, die getunten Wagen legal auszufahren, sind angemeldete Rennen, wie heute in Meschede. Wenn die Jungs am Wochenende Zeit haben, ihren Dampf abzulassen, ihren Frust, den sie sich über die Woche aufgeschaukelt, aufgeladen haben, ihr Hobby zu frönen, warum auch immer. Es gibt den Familienpapa, der sich an die Straße stellt, der einfach nur schlechte Laune hat, weil gerade seine Alte zu Hause gerade mal stunk gemacht hat, der kann da einfach endlich mal Dampf ablassen. Lasst ihn seinen Dampf ablassen. Nicht jeder geht in eine Pumpbude oder geht boxen. Sondern es gibt eben halt auch die Jungs, die fahren dann halt ganz gerne mal schnell. Also macht's legal. Lasst die Leute legal endlich ihre Rennen fahren. Und so bekommt ihr sie von der Straße. Dann sind die Kontrollen nicht mehr notwendig und die Polizei kann sich endlich um die Dinge kümmern, die einfach dann auch mal wichtig wären. Wären denn jetzt die Unfälle, die in Köln passiert sind, hätte man die dann mit legalen Rennen verhindern können? Ich meine, wenn die Leute da so drauf sind und sagen, ich will jetzt mal durch die Innenstadt brettern. Hallo, hallo, hallo. Eins mal ganz klar, jemand, der ein Rennen fahren will, der ein Auto mit Leistung hat und der ein bisschen was auf sich hält, ist nicht so dämlich und fährt mit seinem Auto durch die Innenstadt. Die Jungs, die da durch die Innenstadt geballert sind, das waren in der gesamten Tuning-Szene Vollidioten. Und das sage ich denen auch ins Gesicht. Das brauche ich nicht sagen, weil sie gerade nicht in meiner Nähe sind, sondern es sind Vollidioten. Auf dem Flughafengelände bei Meschede kann heute jeder an den Start gehen. Ganz legal. Zwei Tage inklusive Zeltplatz kosten 45 Euro und die Veranstaltung ist so gut wie ausgebucht. 200 Wagen starten im Sekundentakt. Wie lange wartet ihr denn drauf, wenn ihr einmal starten wollt? Oh, kommt darauf an, wie voll es ist. Manchmal eine Stunde. Ist ja keine Seltenheit. Aber wir müssen weiter. Uns wird gleich gehupt. Ja, guck mal, das sind meine möglichen Gegner. Wie scheiße ist das denn? Der Turbo drin, das ist ein Schweineteil. Da vorne, das ist ein D65. Selbst ich werde gegen einen von denen fahren und haushoch verkacken. Den A1 hätte ich gerne gehabt, aber der ist zu weit vorne. Und den A1. Der fordert die Ente nicht, hast mit seinem 2 Liter 16 V Turbo nur. Ja, aber guck mal nach da drüben. Der hier, der Audi, der hat ein Turbo drin. Tipp, Vollgas, scheiß drauf, Vollgas. Mach ich jetzt auch gleich. Ja, normal. Für dich deine eigene Zeit, Punkt. Ja. Sei zärtlich zu mir! Was? Sei soll zärtlich zu mir sein! Sonst beschwere ich mich bei deiner Frau! Hauben, Fahrwerk, Felgen in Kombination mit dem Fahrwerk, eine Auspuffanlage, bist du ganz schnell mal 1000 Euro los. Heute geht es nach Melle in die Nähe von Osnabrück zu einem offiziellen Tuner-Treffen. Kelvin gibt zu, sich auf der Straße schon mal Rennen geliefert zu haben. Aber Vollgas durch die Innenstadt, damit will er nichts zu tun haben. Raser sind Leute, die einfach achtlos Gas geben. Ich sag mal, ich bin auch kein Unschuldsengel, was Geschwindigkeiten angeht. Aber ich guck, wo macht man's. Und Raser sind die Leute, die auch durch die Stadt ohne Probleme mit 140, 150 durch eine Fußgängerzone knallen würden. Nur die Polizei kann sowas versuchen einzudämmen,
Aber das dann auf alle Tuner zu schieben, ist falsch, weil damit erwischen sie nicht die Richtigen. Weil es sind nicht immer die Tuner, die das machen. Beim Tuner-Treff in Melle gilt es nicht nur dabei zu sein. Viele fahren quer durch Deutschland, um hier einen Pokal für ihren aufgemotzten Wagen zu holen. Nochmal Hand anlegen, bevor die Jury vorbeikommt. Patricks Freundin Nina ist heute mit dabei. Maus. Ja. Kannst du mir auch ein bisschen den blauen Lappen von der Schule geben, der feucht ist? Sie hat sich an gemeinsame Parkplatzwochenenden gewöhnt. Jetzt hoffen wir mal, dass sie gleich endlich fertig sind, weil die bestimmt schon anderthalb Stunden dabei sind. Trotz Putzen gestern Abend. Aber mein Mann ist ja sowieso ein bisschen penibel. Also wenn ich sein Auto wasche, dann ist das eh nie gut genug. Deswegen mache ich das schon gar nicht mehr, weil er findet immer noch irgendeine Stelle, die nicht perfekt ist. Ja, der ist da schon sehr eigen und sehr pingelig. Kelvin verbringt fast die ganze Freizeit mit seinem Auto. Siehst du, jetzt weiß ich nicht, vergessen habe, die Kumpolitur. Und seit einem Jahr macht auch seine Freundin mit. Die heißt Nadja und hat sich mit der Tuner-Szene arrangiert. Nein, nein, nur noch ein Stündchen. Wenn die Männer da drin sind, dann werden die Frauen automatisch mitrutschen. Weil ja, viele sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Aber eigentlich, wenn man Zeit mit seinem Partner verbringen will, fährt man mit und man merkt dann doch, dass es Spaß machen kann. Und man lernt ja dann auch die anderen Leute kennen und man merkt dann schon die Frauen von den anderen, dann lernt man sich kennen, dann bestehen Freundschaften. Das ist ganz nett, eine nette Runde immer. Beim Show and Shine Tuning geht es um Lautstärke, Chrom und einen besonderen Look. Das Auto fährt wenigstens doch. Das Lackierte finde ich jetzt gar nicht mal. Schnelle das Wagen mit viel PS gibt es natürlich auch. Wenn die so riesig sind. Ja, das ist so ein Auto, da darfst du dich überhaupt nicht mit anlegen. Vor allem, wenn das böse ist, so ein Auto steht an der Ampel neben dir und dann denkst, da ist nichts hinter, weil der ganz schnöde ein CL ist. Cooles Ding und dann auch noch mit Dreiecksfenster, das finde ich ja saugeil, ne? Aber Wischwasser ist er. Gewichtsoptimierung ist ja. Patrick hat seinen Wagen fast komplett entkernt, damit er leid. Pro Eintragung. Und wenn das dann Sitze sind, eine Motorhaube, ein Fahrwerk, Felgen in Kombination mit dem Fahrwerk, eine Auspuffanlage, dann bist du ganz schnell mal 1000 Euro los. Heute geht es nach Melle in die Nähe von Osnabrück zu einem offiziellen Tuner-Treffen. Kelvin gibt zu, sich auf der Straße schon mal Rennen geliefert zu haben. Aber Vollgas durch die Innenstadt, damit will er nichts zu tun haben. Raser sind Leute, die einfach achtlos Gas geben. Ich sag mal, ich bin auch kein Unschuldsengel, was Geschwindigkeiten angeht, aber ich guck, wo macht man's. Und Raser sind die Leute, die auch durch die Stadt ohne Probleme mit 140, 150 durch eine Fußgängerzone knallen würden. Nur die Polizei kann sowas versuchen einzudämmen, aber das dann auf alle Tuner zu schieben, ist falsch, weil damit erwischen sie nicht die Richtigen. Weil es sind nicht immer die Tuner, die das machen. Beim Tuner-Treff in Melle gilt es nicht nur dabei zu sein. Viele fahren quer durch Deutschland, um hier einen Pokal für ihren aufgemotzten Wagen zu holen. Nochmal Hand anlegen, bevor die Jury vorbeikommt. Patricks Freundin Nina ist heute mit dabei. Maus. Ja. Kannst du mir auch bitte den blauen Lappen von der Schule geben, der feucht ist? Sie hat sich an gemeinsame Parkplatzwochenenden gewöhnt. Jetzt hoffen wir mal, dass sie gleich endlich fertig sind, weil die bestimmt schon anderthalb Stunden dabei sind. Trotz Putzen gestern Abend. Aber mein Mann ist ja sowieso ein bisschen penibel. Also wenn ich sein Auto wasche, dann ist das eh nie gut genug. Deswegen mache ich das schon gar nicht mehr, weil er findet immer noch irgendeine Stelle, die nicht perfekt ist. Ja, der ist da schon sehr eigen und sehr pingelig. Kelvin verbringt fast die ganze Freizeit mit seinem Auto. Siehst du, jetzt weiß ich nicht, vergessen habe, die Kumpolitur. Und seit einem Jahr macht auch seine Freundin mit. Die heißt Nadja und hat sich mit der Tuner-Szene arrangiert. Nein, nein, nur noch ein Stündchen. Wenn die Männer da drin sind, dann werden die Frauen automatisch mitrutschen. Weil ja, viele sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Aber eigentlich, wenn man Zeit mit seinem Partner verbringen will, fährt man mit und man merkt dann doch, dass es Spaß machen kann. Und man lernt ja dann auch die anderen Leute kennen und man merkt dann schon die Frauen von den anderen, dann lernt man sich kennen, dann bestehen Freundschaften. Das ist ganz nett, eine nette Runde immer. Beim Show and Shine Tuning geht es um Lautstärke, Chrom und einen besonderen Look. Das Auto fährt wenigstens doch. Das Lackierte finde ich jetzt gar nicht mal. Schnelle Wagen mit viel PS gibt es natürlich auch. Wenn die so riesig sind.
Ja, das ist so ein Auto, da darfst du dich überhaupt nicht mit anlegen. Vor allen Dingen, das Böse ist, so ein Auto steht an der Ampel neben dir und dann denkst, da ist nichts hinter, weil der ganz schnöde ein CL ist. Cooles Ding und dann auch noch mit Dreiecksfenster, das finde ich ja saugeil, ne? Aber wie Spaßer ist er? Ja, es gibt Gewichtsoptimierung. Ja. Ja, ich weiß, und den hat mein Vater, der war ja gestern auch noch. Sie sagten eben, sie hätten ihn dabei. Ich hätte ihn auf jeden Fall dabei, aber mein Vater ist ja auch gestern. Sie hätten auch normalerweise die ABs dabei, haben sie auch nicht dabei. Der Fahrer kommt gerade von einem Tuner-Treffen. Heute ist nicht viel Publikum da, ne? Nee, das hat mit Publikum nichts zu tun gehabt, allgemein. Das ist für die Felgen. Aus welchem Grund machen Sie das? Erzählen Sie mal. Aus welchem Grund die da hin? Dass Sie sich da treffen. Ja, ich sag mal so. Dass wir uns da treffen ist, einerseits wegen den Mädels. Wegen den Mädels? Wegen den Mädels, ja. Wegen den Mädels. Das ruhig sagen. Ja, wegen den, und das ist einmal für die Felgen. Das ist schon kurz. Ein paar Menschen zeigen halt ihre Autos, die da dort vorbeifahren. Ich gebe es zu, es wird immer natürlich da Rasereien sind auch natürlich dabei, wo man diese eine Strecke runter und hoch drückt. Aber Sie wissen, dass... Ich weiß, dass ein Unfall passiert ist. Na, dass da eine junge Frau tot ist. Ja, das auf jeden Fall. Das gibt Ihnen aber nicht zu denken. Doch, schon. Aber mein Beileid. Tut mir auch wirklich leid, was mit der jungen Frau passiert ist oder überhaupt. Am Samstag wäre wieder ein Unfall passiert, habe ich mit beobachtet, aber keine Ahnung. Eine andere Frage. Da ist ein Unfall passiert. Ja, fast ein Unfall passiert. Ja, schon wieder. Aber dann sagen Sie nie was selber? Oder? Ich weiß nicht, das sind immer meistens ältere Leute. Und wenn ich jetzt darauf anspreche, jetzt ich als Passant gehe zu Ihnen und sage, wie wäre es, wenn Sie jetzt mal aufhören, zu schnell zu fahren, da würden Sie mir was für eine Antwort geben. Auf gut Deutsch lecken Sie mich am Arsch. Diesmal bleibt es bei einem Verwarngeld für zu schnelles Fahren. Der Raserszene ist schwer beizukommen und Rennen in der Stadt sind sehr schwer nachzuweisen, selbst nach einem Unfall. Patricks selbstverschuldeter Unfall ist Jahre her. In der Stadt will er nie mehr Rennen fahren, sagt er. Das Tunen kann er aber nicht lassen. Über 1000 Stunden Arbeit stecken jetzt schon in seinem Wagen. Leute, die illegale Rennen fahren, kennt er zu Genüge. Das, was so die Polizei vermutet, zum Beispiel, ist überhaupt nicht der Stand der Dinge. Eine illegale Szene, so wie man sich vorstellt, dass die Jungs sich auf irgendeinem Parkplatz treffen und jetzt da warten, dass da irgendwelche Opfer vorbeikommen, wo man jetzt mal ein Rennen mit startet, ist es eigentlich auch nicht. Die Jungs, die fahren unter sich. Wir haben einfach WhatsApp-Gruppen. Da wird reingeschrieben, entweder hör mal hier, wir treffen uns jetzt heute mal da und da und da und lassen mal ein bisschen einen knallen. Aber meistens sind es eher so spontane Sachen. Man steht an der Ampel, einer steht neben einem, er denkt, er wäre exorbitant sonst wie schneller und kriegt dann einfach mal eine Packung dann halt auch von so einem kleinen Colt oder so. Erste Probefahrt mit dem neuen Auspuff. 5 PS mehr soll das Tuning bringen. Kernt, damit er leichter wird und schneller beschleunigt. Die Jury nimmt es zur Kenntnis. Ich war seit 3 Jahren an dem Auto. Und das war eine richtige Schweinemaloche, weil, wie man sieht, das Dach ist nach vorne gewölbt und es ist zur Seite, in der Seite gewölbt. Also das war mal eine richtige spaßige Aktion, habe ich gemacht. Schwerpunkt natürlich, Schiebedach oben ist natürlich Müll, also raus und 11 Kilo Einsparung habe ich dadurch. Startnummer 230, EGS6. Danke. Das ist ein selbstgefälliges Gefühl. Lass mich doch mal, ich bin zufrieden. EGS48. Ja, das ist dann der Lohn der ganzen Mühen. Kelvin hat nicht beim Wettbewerb mitgemacht. Klar, er fährt gerne schnell, so schnell wie es erlaubt ist. Die illegale Szene, das ist immer so eine Sache. Wo beginnt sie und wo hört sie auf? Wenn ich jetzt an der Ampel stehe und ein Corsa, sag ich mal, neben mir steht und er Gas gibt und ich Gas gebe, wenn die Ampel grün wird, ist es laut Definition ein illegales Straßenrennen, laut Gesetz. Aber ist es wirklich ein illegales Rennen? Nur weil ich kann ja auch bis 60 durchbeschleunigen. Das ist nicht verboten. Ich kann bis 60 Vollgas geben, beziehungsweise 50. Ne? Aber wer fährt 50 genau? Aber wenn ich bis 60, sag ich mal, durchbeschleunige mit Vollgas, ist das nicht verboten. Das ist nicht gegen die Straßenverkehrsordnung.
Aber wenn jetzt einer neben mir startet, der auch mit Vollgas auf 60 beschleunigt, ne? Ich meine, wenn es drüber geht, klar, dann ist außerhalb der erlaubten Geschwindigkeit. Aber es gibt auch Leute, die fahren so zu schnell. Und die illegalen Rennen, wo fangen sie an, wo hören sie auf? Ich sag, wenn man sich irgendwo trifft im Gebiet, um das zu machen, dann ist es illegal, definitiv. Aber ne, man kann genau nehmen oder auch nicht. Aber im Prinzip fängt es schon damit an, wenn einer an der Ampel neben dir steht und du versuchst einfach schneller zu sein als er. Da beginnt das illegale Straßenrennen. In Hagen haben zwei Männer an einer Ampel ein Rennen gestartet und gerieten auf die Gegenfahrbahn. Eines der beiden Autos kollidierte dabei mit dem Wagen einer 37-jährigen Mutter mit ihren Kindern. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Ein 6-jähriger Junge schwebt in Lebensgefahr. Bei Vorsatz, und dann wird das Bußgeld höher. Man kann also einmal fahrlässig zu schnell fahren, indem man zum Beispiel unten durch eine Baustelle fährt oder irgendwo eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Und er hat die Schilder nicht gesehen. Wenn er aber sagt, mich interessiert das überhaupt nicht, was da an Schildern steht und die Verkehrsregeln sowieso schon mal nicht, ich mache, was ich will, dann kann man sagen, dann macht er das vorsätzlich. Und bei einem Rennen fahren die vorsätzlich zu schnell. Man fährt also kein Rennen und sagt, oh, das ist mir jetzt aus Versehen passiert, dass ich zu schnell bin. Ob es geklaut wäre, da wurden dann die Nummern auf dem Radio kontrolliert. Mein Fahrzeugschein hatte damals 3 Seiten, plus noch mal zu den ABEs, die ich zu gewissen anderen Sachen hatte. Und das war für mich dann schon eine Situation, als ich dann morgens um 9 Uhr nach Hause kam, wo ich gesagt habe, also es geht einfach gar nicht. Wir haben doch schöne, krasse Musik hier drin, auch mal ein bisschen Musik näher zu bringen. Stopp in einem Industriegebiet am Stadtrand von Essen zum Soundcheck. Hier lässt sich die Polizei selten blicken, das wissen die Tuner. In der Stadt werden auffällige Wagen häufiger angehalten. Kelvin hat es gerade zum 3. Mal erwischt. Das ärgert ihn. Auf die Polizei und die Kontrollen ist er überhaupt nicht gut zu sprechen. Was willst du mit dem? Weil sonst platzt mir der Arsch. Ja, so genau wollen wir es nicht wissen. Welche Farbe hat denn der Wagen? Ich sag, wollen Sie mich verarschen? Ne? Nö, wieso? Der kann ja geklaut sein. Ich sag, deshalb kenne ich auch das Kennzeichen. Ich sag, ja. Ich sag, ja gut, Dragon Green Pearl Effekt. Der Grün hätte mir gereicht. Ich sag, Sie wollten es wissen. Er könnte ja geklaut sein, ne? So Sachen habe ich vorher schon mal. Mit einem Auto, was total illegal war. Da haben die mir nie in die Kacke gepisst. Und mit dem Wagen, ne, wo alles okay ist eigentlich, da fangen sie dann an. Es gibt in meinen Augen schlimmere Sachen als Sitze, die abgenommen sind, wo ich nur nicht beim TÜV mit war. Weil im Prinzip sind sie nicht verboten. Ich hätte nur damit zum TÜV fahren müssen. Was aber jedes Mal auch 40 oder je nachdem, wenn es eine 21er-Abnahme ist, auch um die 100 Euro kostet. Pro Eintragung. Und wenn das dann Sitze sind, eine Motorhaube, ein Fahrwerk, Felgen in Kombination mit dem Fahrwerk, eine Auspuffanlage, dann bist du ganz schnell mal 1.000 Euro los. Heute geht es nach Melle in die Nähe von Osnabrück zu einem offiziellen Tuner-Treffen. Kelvin gibt zu, sich auf der Straße schon mal Rennen geliefert zu haben. Aber Vollgas durch die Innenstadt, damit will er nichts zu tun haben. Gaser sind Leute, die einfach achtlos Gas geben. Ich sag mal, ich bin auch kein Unschuldsengel, was Geschwindigkeiten angeht, aber ich guck, wo macht man's. Und Raser sind die Leute, die auch durch die Stadt ohne Probleme mit 140, 150 durch eine Fußgängerzone knallen würden. Nur die Polizei kann sowas versuchen einzudämmen, aber das dann auf alle Tuner zu schieben, ist falsch, weil damit erwischen sie nicht die Richtigen. Weil es sind nicht immer die Tuner, die das machen. Beim Tuner-Treff in Melle gilt es nicht nur dabei zu sein. Viele fahren quer durch Deutschland, um hier einen Pokal für ihren aufgemotzten Wagen zu holen. Nochmal Hand anlegen, bevor die Jury vorbeikommt. Patricks Freundin Nina ist heute mit dabei. Maus, ja. Kannst du mir auch bitte den blauen Lappen von der Schule geben, der feucht ist? Sie hat sich an gemeinsame Parkplatzwochenenden gewöhnt. Irgendwelche Rennen fahren. Natürlich kann Reifen platzen und ich kann irgendwo in die Botanik abfliegen mit meinem Auto, weil ich es auf einmal nicht mehr unter Kontrolle bekomme. Aber das habe ich da gemacht, wo ich niemanden in Gefahr gebracht habe. Das sind Industriegebiete zumeist. Davon abgesehen, dass wir uns ja auch gegenseitig selber kontrolliert haben. Also wir waren ja nicht alleine vor Ort, wenn man Rennen gefahren hat.
Sondern man hat natürlich geguckt, man hat eine Straße genommen, am Anfang und am Ende stand jemand mit dem Funkgerät, hör mal, du, alles klar, alles leer, nichts passiert. Wir haben ja schon explizit darauf geachtet, dass niemand in der Nähe ist, der uns auch verpfeifen könnte. Aber kann es nicht trotzdem sein, dass aus irgendeiner Seitenstraße dann doch jemand kommt? Nein, weil wir haben immer nur Strecken genommen, wo es keine Seitenstraßen gibt, wo keine Einfahrten sind, wo keine Seitenstraßen gibt. Da gibt es in den Industriegebieten, gibt es da genug. Mal wieder unterwegs zu einem Tuner-Treff. Diesmal ist die Polizei schon vor Ort und kontrolliert. Guck mal! Keine Kontrolle. Hast du gesehen, was die da aufgebaut haben? Ian, warum halten sie euch jetzt nicht an? Weil wir nicht so ein auffälliges Auto haben. Wären wir jetzt mit einem Quattro unterwegs gewesen, mit dem anderen, dann wären wir unter Garantiereif gewesen. Die Zeche Ewald bei Recklinghausen, in der Szene ein beliebter Treffpunkt. Boah, Gott, haben die hier Donuts gedreht, ey. Gott, der Mann hier. Das sind Dinge, die dann so des Abends, des Nachts passieren, wenn hier sich zwei, drei Leute mal treffen und dann mal ausrasten. Eskalieren. Den Gummi verballern. Noch bleibt die Polizei im Hintergrund. Die Tuner präsentieren ihre Wagen in Parkposition und begutachten die Konkurrenz. Wo stehen die meisten Leute? Da stehen auch viele Mädels rum. Ich will jetzt nicht die Frauen in Verruf bringen, aber es ist so. Man kann sehen, bei den Kacheln, die als schön gewertet werden von der Allgemeinheit, stehen auch die meisten Frauen oder auch Jungs rum, die halt, wo man sagt, das sind Poser oder sowas. Wenn du eine geile Karre hast, bist du mit dabei. Musst du zum Beispiel aus privaten Problemen dein Auto verkaufen oder hast einen Unfall und die Karre ist weg, dann wenden sich auch viele gegen dich und dann stehst du alleine da. Ich sag immer, wer dich auch nach einem halben Jahr noch abholt, wenn du keine Karre hast, der ist dein Freund. Du wirst direkt aufgeschrieben. Weil da ist der Parkplatz, hier nicht mehr. Die hat er alle aufgeschrieben, den Rest hier nicht. Halteverbotsschilder sollen den Tunern den Platz rauben. Die Stimmung kippt. Bisher war es hier ruhig, keiner hat hier irgendwelche Burnouts gemacht. Ich habe mal jetzt einen lauten Auspuff gehört. Ein Sport-Endschalldämpfer, ne? Ja, der bringt gar nichts. Ja gut, ob der was bringt oder nicht, ne? Da ist was, das spielt erstmal keine Rolle. Hier ist der neue Luftfilter problematisch. Der Umbau hätte vom TÜV abgenommen werden müssen. Der Wagen darf so nicht geführt werden. Ja, nur wegen dem Luftfilter, da baue ich den eben jetzt. Genau, nur weil das halt ein Ingenieur gesagt hat, weil das gefährlich ist. Und deswegen geht das jetzt einem anderen Ingenieur beim TÜV Rheinland. Die haben extra heute mal eine schöne Nachtschicht eingeschlagen für uns. Und der sagt uns das dann. Ja, das nehmen wir einfach so hin. Ja, ich habe Ihnen alle Papiere gegeben. Ich darf alles mitfahren. Alles ist erlaubt. Ja, selbstverständlich. Sie haben, Sie haben das doch selbst gerade gelesen. Bei Einbau des Luftfilters ist die Betriebserlaubnis erloschen. Ja, dann baue ich die ab, hat sich Sache erledigt. Ich wusste das Problem. Wo ist der Originalluftfilter? Zu Hause. Ja, ohne Luftfilter. Dann lasse ich das Fahrzeug hier, fahre ich nach Hause. Pass mal auf, alles gut. Wenn Sie sagen, Sie möchten das nicht, beschlagnahmen wir das Auto. Kein Problem. Der Staatsanwalt ist direkt hier vorne. Wir sprechen jetzt mit denen. Haben Sie kein Recht dazu? Doch, haben wir. Alle drei müssen heute Abschied nehmen. Denn noch in der Nacht werden ihre Wagen zum TÜV gefahren und erstmal aus dem Verkehr gezogen. Die wenigsten in der Tuning-Szene haben Verständnis für die harte Gangart der Polizei. Auch Patrick nicht. Reden wir mal Klartext. Mittlerweile werden Fahrzeugtuner behandelt wie Kinderschänder. Habe ich manchmal das Gefühl. Also ich habe es selbst schon erlebt. Ich bin morgens um 7 Uhr aus der Disco gekommen. Ich habe nicht getrunken gehabt, nix. Ich war einfach mit Freunden, wir waren ein bisschen feiern. Und dann hat man mich mitten in der Essener Innenstadt angehalten. Ich sollte dann mein Radio rausziehen, ob es geklaut wäre. Da wurden dann die Nummern auf dem Radio kontrolliert. Mein Fahrzeugschein hatte damals 3 Seiten. Plus noch mal zu den ABEs, die ich zu gewissen anderen Sachen hatte. Und das war für mich dann schon eine Situation, als ich dann morgens um 9 Uhr nach Hause kam, wo ich gesagt habe, also es geht einfach gar nicht. Die haben doch schöne, krasse Musik hier drin, auch mal ein bisschen Musik näher zu bringen. Stopp in einem Industriegebiet am Stadtrand von Essen zum Soundcheck.
Hier lässt sich die Polizei selten blicken, das wissen die Tuner. In der Stadt werden auffällige Wagen häufiger angehalten. Kelvin hat es gerade zum dritten Mal erwischt. Das ärgert ihn. Auf die Polizei und die Kontrollen ist er überhaupt nicht gut zu sprechen. Was willst du mit dem? Weil sonst platzt mir der Arsch. Ja, so genau wollen wir es nicht wissen. Welche Farbe hat denn der Wagen? Ich sag, wollen Sie mich verarschen? Ne? Nö, wieso? Der kann ja geklaut sein. Ich sag, deshalb kenne ich auch das Kennzeichen. Ich sag, ja. Ich sag, ja gut, Dragon Green Pearl Effekt. Der Grün hätte mir gereicht. Ich sag, Sie wollen es wissen. Er könnte ja geklaut sein. Ne? So Sachen habe ich vorher schon mal.